Die Haftprüfung ist seit einigen Minuten jetzt zu Ende und wir haben wirklich ganz heiße Information. Der Prinz ist wieder frei. Er hat das Schloss geöffnet, mehr oder minder, hinter dem er versperrt gesessen ist. Die schwedischen Gardinen wurden geöffnet für ihn. Die österreichische Justiz hat ihn freigelassen. Er darf wieder raus aus dem Gefängnis. Wann er genau rauskommt und welchen Ausgang er benutzt, das ist noch fraglich. Aber wie gesagt, wir haben es aktuell als erstes. Er ist wieder draußen. Er wurde heute von dem Haftrichter wieder entlassen und er muss nicht weiter in Untersuchungshaft sitzen. Momentan sieht so aus, ich habe auch hier meinen Kollegen Jörg Völkerling von Bild Live vom Fernsehsender, und momentan sieht so aus, die Journalisten warten hier alle vor der Justizanstalt bzw. Vor dem Landesgericht Wels, was sich ergibt, ob man ihn vielleicht sieht. Nur er hat ja wirklich schon viele Fauxpas geliefert in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Jörg, ich erinnere mich da an eine Geschichte, da war was bei der Weltausstellung. Was war da genau? Ja, das war im Jahr 2000, da hat er an den türkischen Pavillon uriniert und wurde dabei aufgenommen von einem Passanten. Das Bild kam an die Öffentlichkeit und sorgte natürlich für Riesenfurore und es zementierte den Ruf des Skandalprinzen in der Öffentlichkeit, der ja vorher allerdings auch schon 2 Jahre vorher auffällig geworden war, als er mit einem Regenschirm auf Fotografen losgegangen ist oder eine bunte Fotografin bei den Salzburger Festspielen mit einem Fußtritt bedacht hat. Also das legte sozusagen den Grundstein für das, was wir heute, ja, dessen Höhepunkt wir heute erleben. In den österreichischen und auch in den deutschen Medien und auch international natürlich liest man immer Ernst August, der Prügelprinz, Pinkelprinz etc. Glaubst du, dass er mit solchen Titulierungen, er ist ja doch der Urenkel des letzten deutschen Kaisers und der Welfenprinz, einer der höchsten Adeligen in Europa, dass er mit solchen Vorverurteilungen bzw. mit solchen Spitznamen da Probleme hat? Er hat sicherlich ganz gewaltige Probleme damit und er ist ja durchaus auch als klagefreudig bekannt. Nicht nur für Ausfälle, sondern auch dafür, dass er sich einfach auch sehr gute, teure Anwälte nimmt. Insofern muss jedes Wort auch bedacht sein und muss auch wirklich alle Fakten, die man gegen ihn vorbringt, müssen untermauert sein, unterfüttert sein. Wir und meine Kollegen sind jetzt gerade zum Beispiel auch wirklich intensiv dabei, nochmal zu recherchieren, wie verhält es sich mit seinen Jagd- und Waffenscheinen. Wann sind ihm seine Waffen jetzt abgenommen worden? War es tatsächlich so, dass ihm in den letzten 2 Monaten immer noch einige Gewehre zur Verfügung standen und die erst gestern beschlagnahmt worden sind? Das sind alles Fragen, die wir jetzt versuchen auch zu verifizieren und zu klären. Und insofern, also Vorsicht ist immer geboten, nicht nur, wenn man dem Prinz begegnet, sondern auch, wenn man über ihn schreibt. Ja, und Christoph Weber, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, hat mir auch mitgeteilt, dass er unter Auflagen nur raus durfte. Er darf sich diesem Ehepaar, seinen Mitarbeitern nicht nähern. Er darf nicht auf sein Gut, zu seinem Jagdgut in Grünau im Almtal fahren. Und er darf auch seinen Hauptwohnsitz, wo immer der genau ist, da bin ich überfragt, auch nicht betreten. Man muss jetzt wirklich abwarten, was sich da noch entwickelt, wie es in dieser Sache weitergeht. Aber wie gesagt, er ist ein Skandalprinz. Bei einem Urlaub in Kenia zum Beispiel hat er auf einen Hoteldirektor eingeprügelt bei einer Safari, relativ grundlos. Also man merkt schon, die Aggressionen sind da und man muss auch dazu Stellung nehmen und erklären, seine Mitarbeiter sind 20 Jahre für ihn tätig, die kennen ihn seit 20 Jahren und es gab nie Probleme und jetzt auf einmal gibt es sogar mit denen Probleme. Was sagst du da dazu? Wie wird das in Deutschland gesehen in den Medien, dass er jetzt sogar mit seinen Mitarbeitern Probleme hat? Ja, letztlich nimmt man zur Kenntnis, dass offenbar Alkohol eine Rolle gespielt hat, möglicherweise auch die Einsamkeit, unter der er wohl leidet, die Isolierung, die ihn in seiner Familie auch selber trifft.